Hallo meine Lieben, hier ist wieder die Michaela, diesmal mit einer Hörbuchrezension. Ja, ich habe letzten Sommer wieder ein Hörbuch gehört und es ist sogar mal ganz, ohne dass ich übergewechselt bin vom Hörbuch zum Lesen. Und zwar habe ich mir auf meinem iPod hier Tiere essen angehört. Tiere essen ist von Jonathan Safran Foer, ist ein Amerikaner. Das ist also aus dem Amerikanischen übersetzt und gelesen wird es von Ralf Kaspers. Ja, ich habe das Buch, wie gesagt, bei Audible erstanden und runtergeladen. Und ich habe das jetzt letztens auch immer so mal zwischendurch gehört, wenn ich mal zur Arbeit gefahren bin oder mal mit dem Auto unterwegs war. Und auch mal abends so ein paar Minuten. Ja, jedenfalls, Tiere essen ist ein mehr oder weniger ein Sachbuch, könnte man sagen. Und zwar geht es darum, dass Jonathan Safran beschreibt, wie die Fleischproduktion in Amerika stattfindet. Also genauer gesagt, welche Qualen zum Beispiel die Tiere erleiden müssen, bevor sie geschlachtet werden, wie sie aufgezogen werden, wie sie geschlachtet werden, welche negativen Aspekte eigentlich der Fleischkonsum in Amerika hat. Ich vermute mal, dass es in Deutschland oder hier in Europa ganz ähnlich sein wird. Ich denke mal, es gibt da vielleicht nur graduelle Unterschiede. Und jedenfalls hat mich das Buch jetzt sehr, sehr bewegt. Zum Glück ist es jetzt nur ein Buch und man sieht keine Bilder oder keine Szenen oder so etwas wie jetzt in einem Dokumentarfilm. Da wäre das wahrscheinlich noch sehr viel drastischer. Jedenfalls hat mich das Buch sehr, sehr bewegt. Und nachdem ich ja letztens das Buch von Karin Duwe gelesen hatte, Anständig Essen, hatte ich mir halt dann dieses Buch noch besorgt und auch nochmal, wie gesagt, angehört. Und ich finde, ja, wenn man sich dann so vergegenwärtigt, welche Konsequenzen eigentlich dieser massenhafte Fleischkonsum, diese Massentierhaltung für die einzelnen Tiere hat, aber auch für die Gesundheit des einzelnen Menschen, muss ich doch sagen, ja, es ist doch überlegenswert, ob man vielleicht nicht doch, ja, zumindest seinen Fleischkonsum so weit herunterfährt auf ein Minimum, beziehungsweise, dass man sich doch vielleicht doch zum Vegetarier entwickelt, weil ja letztendlich braucht man als Mensch ja nicht unbedingt Fleisch verzehren. Es ist energetisch gesehen sehr, sehr unpraktisch, weil ja man muss ungefähr 10-mal mehr Kalorien in ein Kilo Fleisch investieren, als wie jetzt, wenn man die gleiche Anzahl Kalorien als pflanzliche Nahrung zu sich nehmen würde. Also durch die Transformation im Tier gehen halt sehr, sehr viele Kalorien verloren. Andererseits natürlich werden natürlich auch gewisse Nahrungsquellen dadurch überhaupt erstmal erschlossen. Klar, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Rinder Weideflächen begrasen und diese Weideflächen eventuell nicht gerade für den Menschen zur Verfügung stehen, ist das natürlich wieder was anderes. Aber viele Tiere werden eben doch durch Zufütterung von landwirtschaftlichen Nutzflächen zugefüttert, die eigentlich dadurch den Menschen auch wieder verloren gehen. Also viele Tiere, gerade Schweine und Hühner, werden eben durch Soja und Weizen ernährt, die eben dann halt nicht der Nutzung des Menschen zur Verfügung stehen und damit eigentlich auch einen Beitrag zur dazu beitragen, dass eigentlich dieses halt auch nicht den Menschen. Jetzt wiederhole ich mich gerade. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Jedenfalls hat eigentlich der ganze Fleischkonsum doch sehr, sehr viele negative Aspekte. Und vor allem also wie gesagt, Jonathan Safran zielt darauf ab, auf die amerikanische Massentierhaltung. Ich vermute, dass es hier in Deutschland oder in Europa ähnlich sein wird. Vielleicht nicht ganz so extrem wie in Amerika, aber ich vermute doch sehr, sehr ähnlich. Und dass diese Massentierhaltung eben doch nicht an Interesse der Tiere denkt, sondern eher, ja, das ist eine rein Wirtschaftlichkeitsüberlegung, wo es einfach darum geht, Kosten zu minimieren, was das Gleiche bedeutet ja wie Gewinnmaximierung. Und das ist letztendlich auch das Ziel einer jeglichen Unternehmung. Vor allem, wenn sie dann noch börsennotiert ist oder wenn sie halt eben einer Publikumsgesellschaft ist, wo halt einfach das Ziel ist, möglichst viel Profit herauszuziehen, geht letztendlich ein gewisser Teil an Moral halt verloren. Und auch da ist eben dann halt das Tier nur ein Stück Ware, das halt zur Gewinnmaximierung beitragen
muss. Und ja, diese ganzen Konsequenzen, die daraus sich ergeben, dass man halt eben Kosten minimiert. Und Kosten zum Beispiel bedeutet halt ganz klar Platz für Tiere. Das weiß man klar, je mehr Platz ein Tier braucht, umso größere Kosten entstehen. Auch das Futter muss möglichst billig sein, was dazu führt, dass man letztendlich den Tieren, dass die Tiere relativ häufig krank werden, dass man sie dann mit Penicillin und Antibiotika behandelt, damit sie gesund bleiben und überhaupt erwachsen werden. Ob die Tiere dann zum Beispiel, weil sie zu wenig Bewegung haben, dann Knochenschäden haben, sich gegenseitig anfallen, sonst irgendwas und dabei ein großer Teil auch dann wieder stirbt, ist letztendlich mit einkalkuliert, spielt in der Kalkulation keine große Rolle, beziehungsweise versucht man einfach wieder durch gewisse Gegenmaßnahmen. Also man schaut nicht auf die Belange des Tieres und des Wohl des Tieres, sondern einfach nur auf Gewinnmaximierung. Und ja, dabei geht dann letztendlich ja, jegliche Ethik irgendwo verloren. Ja, wie gesagt, das ist so der Grundtenor des Buches. Wie gesagt, ich habe es als Hörbuch gehört, das ist eine gekürzte Ausgabe. Und ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Wobei, wie gesagt, es ist ein Sachbuch. Also ich fand jetzt, wenn ich das im Vergleich ziehe zu Karen Duves Anständig Essen, fand ich jetzt Karen Duves Buch besser. Weil Karen Duve beschreibt das aus ihrer Sicht. Sie beschreibt das, wie sie mit dem Leben als, also welche Erfahrung sie in ihrem Selbstversuch gemacht hat. Und das Buch von Jonathan Safran Foer ist halt letztendlich doch ja, eine Recherche. Er interviewt zwar auch Farmer, die sich interviewen lassen, also viele haben sie ja nicht interviewen lassen, sondern letztendlich haben sie auch bloß die interviewen lassen, die eben nicht in dieser Massentierhaltungsprozess mit drin sind oder halt nur peripher. Oder versuchen noch eine gewisse Art traditionelle Tierhaltung zu pflegen. Und aber es ist halt eben ein Reportagebuch letztendlich. So wie man halt auch einen Dokumentarfilm machen könnte daraus. Und das fand ich jetzt ja nicht so wahnsinnig prickelnd. Klar, die Fakten und was da drin vorgekommen ist, war schon irgendwie auch spannend gemacht, geschrieben. Aber wie gesagt, es ist halt eben doch ein sehr, sehr nicht oberflächlich, sondern wie soll ich sagen, halt nicht so. Er hat zwar versucht, auch ein bisschen eigene Erfahrungen mit reinzubringen. Er sagt auch selber, er ist inzwischen auch Vegetarier aufgrund seines Berichtes und seiner Erfahrung mit der Massentierhaltung. Und aber es kommt halt eben nicht so persönlich rüber, wie jetzt zum Beispiel bei Karen Duves Buch. Und deswegen, wenn ich, und noch etwas zum Leser also der Sprecher des Buches, des Hörbuches, muss ich auch sagen, also er ist ein bisschen farblos, habe ich das Gefühl. Also er liest es zwar sehr, sehr gut vor, aber man merkt halt, ja, er liest es halt einfach so herunter, habe ich das Gefühl. Es ist nicht schlecht vorgelesen, aber ich möchte nicht so kritisieren, aber es ist halt doch ein bisschen farblos einfach. Im Gegensatz zu Karin Duwe, die ja ihr Buch selber vorliest, lebt das einfach Karin Duwes Buch ganz anders. Wie gesagt, kann man vielleicht auch gar nicht so vergleichen, weil es einfach doch zwei unterschiedliche Bücher sind, die zwar was Ähnliches behandeln, aber doch ja, doch ein bisschen andere Vorgehensweise haben. Und wenn ich jetzt also, was weiß ich hier, Bücher oder Sternchen verteilen würde, würde ich jetzt diesem Buch eigentlich nur 3 Sterne geben. Einfach ein Abzug, weil es einfach ja nicht so persönlich geschrieben ist, wie jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Karen Duves Buch. Und ein Abzug, weil halt der Sprecher doch ein bisschen nicht so toll ist, wie ich finde. Ja. Das war mal wieder meine Hörbuchrezension. Und ja, ich bin jetzt gerade, ich habe noch ein weiteres Hörbuch am Hören, demnächst wieder. Und natürlich auch wieder ein normales Buch. Und ich hoffe, dass ich da bald wieder was für euch berichten kann. Okay, das war es jetzt erstmal von mir. Und bis zum nächsten Mal. Das war eure Michaela. Tschüss.